Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prison Architect. Mit mir, dem Guru bei. So, hier, ich habe die falschen Leute in Schutzhaft gesetzt, natürlich, war ja klar. Wenn euch das gefällt hier, das Spiel, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Oder lasst einen Daumen da oben, ja. Höchste Sicherheitsstufe. Potenzieller Informant. Hier haben wir den richtigen für Schutzhaft. Wood ist falsch. Der hier ist auch falsch. Potenzieller Informant. Hier haben wir noch einen potenziellen Informanten. So läuft das nämlich eigentlich. Das sind die gelben. Die sieht man halt noch nicht. Legendär. Die ist legendär. Schon krass, dass sowas gibt wie... legendär. Potenzieller Informant auch wieder hier. Ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige und tue die in Schutzhaft. Der ist legendär hier, oder die ist legendär. Ist 20 Jahre alt und ist legendär. Mord, Mord, Folter, Folter. 76 Jahre Haft. Verurteilt zu 25 Jahren für mehrere Straftaten, darunter Mord. Brauchen noch so einen extra Gefangenentrakt wie hier. Für die richtig krassen. So, und dann kommt hier immer so ein Gefängnisding rein. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Sollte eine Wand werden. Was mache ich? Ich fließe das Ding. Also können hier ein bisschen Parkett reinmachen, dass es dann das Ganze wohnlicher macht. 5000 für Parkett, das finde ich schon relativ unverschämt. Gut, was willst du machen? Machen wir hier nochmal einen Überwachungsmonitor rein. Direkt gleich am Anfang. Weil das hier wird nämlich nur für Personal. Und dann wird der Raum nämlich so ein Sicherheitsraum, wenn ich den jetzt finden könnte. Sicherheit. Fehlt da halt jetzt noch ein Schreibtisch. Ein Stuhl und ein Aktenschrank.
So, habe ich noch eine bewaffnete Wache eigentlich über? Nee, schon mal nicht. So, hier verstecken wir die Kabel mal. Habe ich aber bis jetzt noch nicht so gemacht. Ich dachte, dass das totaler unnützer Kram wäre. Ist es, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, nur, damit das ein bisschen besser aussieht. Wo will die denn jetzt hin? Um das mal sicher zu gehen, wo möchtest du hin? Die kommen doch alle zu dir, wenn du irgendwas willst. Und trotzdem gehst du jetzt darüber. Das ist doch völliger Wahnsinn, ist das. Und jeder sieht, dass du ein Schutzhaft bist. Ach, du willst zu deinen Eltern unten. Das ist natürlich doof. Ach, du willst telefonieren? Ja, das kannst du auch hier oben. Bauen wir hier nochmal ein Dings rein. Und ist alles im Futter. Hier kommt aber nochmal ein Billardtisch rein. Und ein Fernseher. Mein Fernseher. Zwei breite Sofas. Das Sofa hier. Und außerdem Ladenfront. Ja, weiß bitte keiner, wo ich für eine Ladenfront richtig ist. Ich muss noch mein Telefon geben. Und ein Radio. Hier auch nochmal ein Dings. Ach ja, Bücher. In der Mitte steht noch eine Handelbank. So. Und dann sollte alles gut sein, wa? Aufenthaltsraum. Würde ich das Programm jetzt auch starten können, ne? Jeder Häftling benötigt Stuhl. Einen Stuhl. Zwei Stühle. Ich weiß nicht, was Sinn macht, dass da Stühle drin sind. Da gibt es mittlerweile neue Informationen hier. Über gelbe Leute. Potenzieller Informant. Schuss. Sonst noch? Nee. Doch du hier. Schuss. Alles potenzielle Informanten. Möchte Underwood denn jetzt hin? Was fehlt denn noch hier?
Eine Dusche extra. Doch keinen Sinn. Ich hab euch doch hier oben extra Duschen hingemacht. Das hier ist nur für euch, der ganze Bereich. Verstehe ich nicht. Das hier könnte wahrscheinlich nur für die höchsten werden, oder das? Das hier? Oder wir erwerben mal wieder eine neue Fläche hier und dann kann man hier noch ein Abteil nur für die krassen Knackis machen. Oder hier unten irgendwo. Aber das muss natürlich ein bisschen größer sein als das hier. Mit eigener Kantine und so. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Ich weiß es nicht. Ich versuche natürlich hier das Ganze zu unterbinden alles. Hier ist erstmal Ruhe, wenn die alle schlafen können. Das ist nämlich noch schutzhaft. Reicht das jetzt für ein Programm hier? Nee. Erfordert Psychologie, okay. In Gemeinschaftsraum. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder hat einen benötigten Stuhl. Einweisung Alkoholismus. Schülersitze wiederholbar. Geistige Führung. Sollte eigentlich passen so. Geistige Führung zwar mal. Gemeinschaftsraum. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall hier ein Gemeinschaftsraum. 4, 3 Ausbrüche. Jetzt hat er Arschkirmes. Ausbrüche finde ich natürlich überhaupt nicht cool. Wie kann das denn sein? Alle im Arrest, Leute. Keiner geht hier irgendwo raus. Das geht ja mal so gar nicht. Da sind die Tunnel. Alles klar. Ist immer noch Arrestzeit. Mir ist egal, ob du was zu essen kriegst oder nicht. Wer hier stunk macht, ist selber schuld. Alter Schwede! Das war gut geplant hier drüben. Die Gänge. Auch noch Gänge. Geht ja mal so gar nicht.
haben sie echt hier uns die Dinge. Sind echt ein paar Leute ausgebrochen. So. Arrest ist zu Ende. Hat der dann doch nochmal gut funktioniert. Oder? Ob ihr jetzt duschen wollt oder essen wollt oder was. Weiß der Geier, das ist euch total selbst überlassen. Wir haben hier eine große Razzia gestartet. Und ich bin froh darüber, dass wir sie gestartet haben. Steuererleichterung ist noch sehr gut, weil da kriegen wir relativ viel Geld nochmal. Freizeitbedürfnisse. Informationen habe ich ja jetzt hier gesehen. Dass man potenzielle Schutzheftlänge hier so findet. Stark und furchtlos. Sehr gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen da und dann haut rein.